Hey Formel 1 Freaks, Lewis Hamilton hat vor kurzem zwei eher kryptische Aussagen gemacht, die zeigen, dass er schon ein sehr grüblerischer Mensch ist, dass er gar nicht so tough ist, wie man immer denkt, beziehungsweise wie er nach außen scheint. Er hat nämlich vor kurzem einen Post auf Instagram gemacht, wo er am Strand joggen gegangen ist und dann in der Caption darunter folgendes geschrieben hat: An manchen Tagen möchte ich aufhören. Wenn ich anfange, mich so zu fühlen, grabe ich tief und erinnere mich, dass ich auf einer Mission bin. Ob du es merkst oder nicht, du bist auch auf einer Mission. Wir jagen alle etwas hinterher. Irgendein Traum oder Ziel, das uns zu besseren Menschen macht, unser Leben erfüllter macht und uns stolz auf uns macht. An manchen Tagen wird es sich unmöglich anfühlen, dorthin zu gelangen. Aber das ist es nicht. Wir können es schaffen. Wir werden es schaffen. Ich weiß, dass ihr bei mir seid. Ich fühle die Liebe und Unterstützung und weiß nur, dass ich es euch zehnfach zurücksende. Wir haben genau das. Und dann hat er noch etwas gesagt, das ebenso kryptisch klingt, aber man weiß schon ungefähr, was er damit meint. Er meint damit nämlich den Kampf gegen Rassismus. Er hat bei Sky Sport nämlich Folgendes gesagt: Ich habe eine lange Zeit Rennen gewonnen und gedacht, da fehlt noch etwas im Sinne von, ja, es ist großartig, Rennen zu gewinnen, aber ich bin aus einem Grund hier. Deswegen fühle ich mich gut, dass ich meine Bestimmung lebe und anfange, eine Veränderung zu sehen. Ja, mit Veränderung, da meint er, dass er jetzt langsam sieht, dass der Kampf gegen Rassismus Wirkung zeigt. Und das hat sich erst zuletzt wieder richtig signalisiert, nämlich im Fall von Nelson Piquet, dem dreimaligen Formel 1 Weltmeister. Der hat nämlich 2021 in einem Podcast Lewis Hamilton mit dem N-Wort bezeichnet, also rassistisch beleidigt. Und dann etwas später in einem Interview hat er ihn nochmals mit solchen rassistischen Begriffen beleidigt. Und jetzt ist eben rausgekommen, dass Nelson Piquet vom Land Brasilien sozusagen angeklagt wurde wegen dieser rassistischen Äußerungen und eine Geldstrafe jetzt bekommen hat von ungefähr 900.000 Euro. Das muss man sich mal geben, das ist unfassbar viel Geld. Aber das signalisiert eben, dass das Land Brasilien da nicht dahinter steht, dass solche Aussagen erlaubt sind, dass man solche Aussagen tätigen darf. Und das hat Lewis Hamilton besonders gefreut. Er hat da jetzt Rückenwind bekommen, eben von dem ganzen Land Brasilien. Und das zeigt, dass seine Mission, auch eben seine Mission 44, seine Organisation, Wirkung in der Welt zeigt. Er hat Folgendes dazu gesagt: Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Leuten, die nur voller Hass sind, generell keine Plattform geben sollten. Rassismus und Homophobie sind nicht akzeptabel und haben keinen Platz in unserer Gesellschaft. Deshalb finde ich es toll, dass sie gezeigt haben, dass sie für etwas stehen. Ja, Nelson Piquet, der hat danach behauptet, das waren nur umgangssprachliche Begriffe, die eigentlich so etwas heißen wie Kerl oder Person, aber das hat man ihm dann im Endeffekt nicht geglaubt und dann wurde er schließlich verurteilt. Das freut Lewis Hamilton natürlich, aber obwohl jetzt seine Mission voranschreitet, im Kampf gegen Rassismus und für die Gleichberechtigung von Menschen, läuft es sportlich eigentlich eher mäßig, zumindest nicht auf seinem Niveau, was er sich erwarten würde von der Formel 1. Und deswegen fragt man sich natürlich, was passiert jetzt eigentlich mit Lewis Hamilton? Wie wird er weitermachen? Das ist immer noch das letzte Jahr in seinem Vertrag und es wurde immer noch kein neuer Vertrag gemacht. Und George Russell, der fährt Lewis Hamilton dieses Jahr tatsächlich richtig um die Ohren. Zwar nicht, was die Punkte angeht, denn George Russell ist ja schon einmal ausgeschieden, aber im Qualifying, da wo es auf den Raw Speed ankommt, da hat George Russell bisher in allen drei Qualifyings der Saison Lewis Hamilton geschlagen. Und da zeigt sich, dass George Russell wirklich ein harter Gegner ist und es zeigt sich vielleicht auch, dass Lewis Hamilton ein bisschen so langsam den Speed verliert, beziehungsweise er kommt halt nicht so gut mit dem Auto klar. Und da könnte man jetzt schon auf die Idee kommen, was kann jetzt mit Lewis Hamilton passieren? Hat er selbst überhaupt noch Lust? Will ihn Mercedes überhaupt noch haben? Oder gibt es da draußen vielleicht doch noch bessere Alternativen? Vielleicht jemand, der jünger ist, vielleicht jemand, der schneller ist oder vielleicht eben jemand, der nicht so viel Geld verlangt. Und diese Sache, die hat einen der führenden Sportmoderatoren dazu veranlasst, eine Aussage zu treffen. Und was er dazu sagt und was auch Toto Wolff dazu sagt, das erfahrt ihr gleich. Ihr wisst ja, dass dieses Jahr das erste Jahr seit 1991 ist, in dem kein einziges Formel 1 Rennen mehr auf RTL im Free TV übertragen wird. Eine Schande für die deutschen Formel 1 Fans. Immerhin ist Deutschland mit 12 WM-Titeln die zweiterfolgreichste Nation der gesamten Formel 1 Geschichte. Hinter Großbritannien mit 20 WM-Titeln. In unserem Nachbarland Österreich werden die Rennen dagegen live im Free TV übertragen. Wie schön wäre es doch, wenn man in Österreich wohnen würde, oder?
aber es wäre ja ein bisschen übertrieben und viel zu aufwendig, nur deswegen nach Österreich zu ziehen. Musst du auch gar nicht, denn hier kommt CyberGhost VPN ins Spiel. Mit CyberGhost VPN kannst du deinen Standort virtuell nach Österreich verlagern und so die Königsklasse des Motorsports live auf ORF und Servus TV anschauen. Dazu musst du nur einen Server in Österreich auswählen und schon bist du virtuell dort. CyberGhost VPN hat mittlerweile über 38 Millionen Nutzer weltweit und ein 5-Sterne-Rating bei Trustpilot. Es funktioniert auf allen wichtigen Betriebssystemen und hat bereits 8000 Server in 91 Ländern. Hol dir jetzt CyberGhost VPN über den Link in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und sichere dir 83% Rabatt plus 4 Monate kostenlos, inklusive einer 45 Tage Geld-Zurück-Garantie. Damit unterstützt ihr auch gleichzeitig meinen Kanal. Ich danke euch und nun geht es weiter mit dem Video. Ja, es ist natürlich schon so, dass Lewis Hamilton eines der höchsten Gehälter in der Formel 1 Geschichte hat und dass er mehr verdient als jeder andere Fahrer im aktuellen Fahrerfeld. Und das könnte Mercedes vielleicht doch dazu veranlassen, mal darüber nachzudenken, ob es nicht besser wäre, einen günstigeren Fahrer zu holen, der die gleiche Leistung bringen kann. Man sieht es ja jetzt an einem George Russell, der kostet einen Bruchteil eines Lewis Hamilton und bringt die gleiche Leistung, wenn nicht gar momentan eine bessere Leistung. Und deswegen hat einer von Großbritanniens führenden Sportkommentatoren Matthew Syed Folgendes dazu gesagt. Deshalb ist die Frage nach seiner Zukunft so spannend. Er hat in den guten Jahren enorm von der Weltklasse-Technik bei Mercedes profitiert und fühlt sich zweifellos verbunden. Aber mit einer verbleibenden Saison in seinem Vertrag fragt er sich vielleicht, ob es da draußen eine andere Möglichkeit gibt, die es ihm ermöglichen könnte, auf einem Höhepunkt aufzuhören. Es ist unwahrscheinlich, dass er einen Platz bei Red Bull bekommen würde, aber die Vorstellung, dass Hamilton und Verstappen im selben Auto gegeneinander antreten, der alternde Meister gegen den wagemutigen Anwärter, ist eine Geschichte, die den Sport auf ein neues Level heben könnte. Vielleicht gibt es aber auch die Chance, dass Mercedes es zusammenbekommt und einen Weg findet, das Auto schnell zu machen. Die Teamarbeit zwischen dem Fahrer und den Ingenieuren könnte zu neuem Leben erweckt werden und Hamilton eine Chance geben, den Traum zu verwirklichen, nach dem er sich sehnt. Es ist aber auch möglich, und viele Hamilton-Kritiker haben diesen Verdacht geäußert, dass Mercedes die Zusammenarbeit mit Hamilton am Ende dieser Saison beenden könnte, angesichts der Kosten seines überlieferten 60 Millionen Pfund-Vertrags. Ja, 60 Millionen Pfund, das sind 68 Millionen Euro. Und das ist eine Riesenhausnummer, das muss man sich mal vorstellen. Und dieses Geld, das könnte sich Mercedes dann sparen und vielleicht in was anderes investieren. Klar, es gibt das Budget Cap, aber da zählen die Gehälter der drei Top-Verdiener eines Teams nicht dazu. Und einer der Top-Verdiener eines Teams ist ja natürlich der Fahrer. Und deswegen zählt das Gehalt von Lewis Hamilton nicht in den Budget Cap. Von dem her könnte man jetzt wieder argumentieren, ja, dann ist es doch egal, wie viel er verdient. Aber Mercedes selbst hat für den Rennstall natürlich auch nicht unendlich viel Geld zur Verfügung. Da will man schon auch schauen, was man dafür ausgibt. Mercedes ist ja ein Autohersteller, der muss ja auch noch andere Dinge machen, außer Rennen fahren. Autos verkaufen, Autos bauen, Vertrieb. Und da braucht man natürlich auch Geld. Also man muss das ja alles sauber verteilen. Und wenn da Geld übrig ist, dann ist das immer gut. Und wenn die gleichen Ergebnisse dadurch erzielt werden, also wenn man zum Beispiel einen zweiten George Russell finden würde, der genauso viel kostet wie ein George Russell, dann könnte man die gleichen Ergebnisse, momentan zumindest, wie der momentane Stand ist der beiden, von den Leistungen her, die gleichen Ergebnisse in den Rennen in der Formel 1 erzielen und damit die gleiche Marketingwirkung für die Marke Mercedes erzielen, wie mit einem Lewis Hamilton. Klar, er ist natürlich ein weltweiter Superstar, er hat den Namen und damit kann man auch Marketing betreiben. Aber ist es das Geld wert? Das muss jeder für sich selbst entscheiden, jeder Autobauer und jedes Formel 1 Team. Was dieser Sportkommentator damit gemeint hat, warum Lewis Hamilton mit Red Bull in Verbindung gebracht wurde, da geht er darauf ein, dass ja vor kurzem das Gerücht da war, dass Red Bull vielleicht Lewis Hamilton oder an Lewis Hamilton interessiert wäre. Aber da hat Christian Horner schon lange dementiert und gesagt, sie sind zufrieden mit ihren beiden Fahrern und sie werden Lewis Hamilton nicht ins Team aufnehmen. Und was Matthew Syed auch noch erwähnt hat, ist eben das große Ziel, der Traum von Lewis Hamilton. Er hat aber nicht gesagt, was das für ein Traum ist. Es ist natürlich klar, dass es der 8. WM-Titel ist. Aber manchmal fragt man sich, fährt Lewis Hamilton für seine Mission noch die Formel 1? Also die Mission, für Gleichberechtigung zu sorgen und gegen Rassismus anzukämpfen? Oder um den 8. WM-Titel zu holen? Da fragt man sich manchmal, was sind seine Prioritäten jetzt? Aber ich glaube schon, dass ein großer Teil noch der 8. WM-Titel ist und den will er doch vermutlich wohl mit Mercedes noch einfahren. Aber will Mercedes ihn noch haben?
Dazu hat jetzt Toto Wolff Stellung genommen und Folgendes Eindeutiges dazu gesagt. Es mag vielleicht naiv klingen, aber es fällt mir wirklich schwer, an einen Plan B zu denken, wenn mein Plan A immer noch mein Favorit ist. Ich möchte mich nicht auf Gespräche mit anderen Fahrern einlassen, denn ich bin glücklich mit denen, die im Team sind, das ist klar. Im Moment gibt es keinen Plan B. Es gibt Lewis. Ich glaube nicht, dass Lewis sagen würde, ich kann das nicht mehr, morgen bin ich hier weg. Er würde immer die Verantwortung für das Team spüren. Er würde das Team nicht im Stich lassen. Ja, das war die eindeutige Aussage von Toto Wolff. Er will an Lewis Hamilton festhalten. Er will Lewis Hamilton weiter bei Mercedes verpflichten. Es gibt keinen Plan B. Plan A ist Lewis Hamilton. Von dem her ist von Mercedes Seite alles klar. Sie würden das Geld auch ausgeben, also anscheinend, das Gehalt für Lewis Hamilton. Aber Lewis Hamilton, dem steht natürlich noch offen, Mercedes zu verlassen. Klar, er ist ja auch ein freier Mann. Sein Vertrag läuft aus und er könnte zu einem anderen Team wechseln. Aber er hat zuletzt in Jeddah wieder betont, dass er tatsächlich bei Mercedes bleiben will. Er hat Folgendes dazu gesagt. Ich sehe mich nicht woanders und ich sehe mich auch nicht aufhören. Ich bin niemand, der aufgibt. Ja, das waren kurze, knappe und eindeutige Worte. Lewis Hamilton will bei Mercedes bleiben und Mercedes will Lewis Hamilton behalten. Also eigentlich scheint alles nur noch Formsache zu sein, den Vertrag endlich unter Dach und Fach zu bringen und dann können wir uns um andere Dinge wieder hier kümmern. Auch auf dem Kanal, wenn euch Formel 1 gefällt, abonniert gerne den Kanal, das würde mir sehr viel helfen und bringt euch regelmäßig Formel 1 Content. Das war's zu diesem Thema, ich hoffe es hat euch gefallen, ich bleibe für euch am Ball in der Formel 1. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Danke nochmal an CyberGhost VPN für das Sponsoring. Hol es dir jetzt für nur 2,03 € im Monat über meinen Link und genieße die Rennen live auf ORF und Servus TV.